Und damit herzlich willkommen zu Let's Play unter schwarzer Flagge. Okay, habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht so genau, wo ich bin, wenn ich ehrlich bin. Wir werden es aber gleich rausfinden. Es wird bloß eine einzelne Aufnahme gerade sein. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle fallen. Genau. Habe ich da nicht eingenommen anscheinend. Wir sind noch gleich mal am Strand. Ich habe so wenig Leute für alle Kanonen. Okay, ich werde auf jeden Fall gleich richtig schön erwartet. Diese Stadt sagt mir auch noch nichts, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ah, hier ist der Gouverneur. Ach, da muss ich ja noch beschissen hochlaufen. Könnte sein, dass wir da beschossen werden. Die Festung werde ich einfach mal links liegen lassen, nach Möglichkeit. Ich habe 29 Kanonen und 103 Kanoniere und... Ich muss die Kanonen umverteilen. Eigentlich sollten es heute drei Aufnahmen werden, es wird jetzt bloß eine. Grund, ich habe gestern Abend Anno aufgenommen und wollte ein bisschen eher aufstehen. Also noch eher als jetzt, aber anscheinend reichen 3 Stunden Schlaf am Tag doch nicht unbedingt. Aber wir werden trotzdem eine einzelne Folge hinbekommen und ja. Wir werden denen erstmal das Fell über die Ohren ziehen. Also meine Amy muss auf jeden Fall repariert werden. Ganz bestimmt. Die arme Farrah Fowler. Wir werden direkt hier hinten lang gehen, würde ich sagen. Komme ich hier hinten hoch? Ja, nämlich super, wenn das geht. Und das geht auch! Wieso machen wir das auch? Okay, sind bloß Bauern. Vor denen habe ich wenig Angst. Außer meine Leute gehen wieder irgendwelche seltsamen, mysteriösen Pfade. Sollte eigentlich nichts passieren. Aber das passiert ja auch öfters mal und... Hä, was? Wie geht das? Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Die plötzliche Teleportation. Der Typ steht einfach nur rum, das ist auch gut. Eigentlich sind meine Leute überlegen, aber wenn solche Sachen passieren, kann ich halt gar nichts machen. Hat er überhaupt eine Lebensanzeige? Ah, okay. Die müssen auf jeden Fall sterben. Die halten sich nämlich jetzt für was Besseres. Und sie gehen schon wieder mysteriöse Pfade. Wie man hier unschwer erkennen kann. Die wollen nämlich alle schon wieder hochlaufen. Anscheinend, weil das die Straße ist und es ist natürlich sinnvoll, die Straße zu nehmen. Man erreicht es natürlich auch viel schneller, wenn man hier hinten lang läuft. Und dann hier hoch. Das ist ganz logisch. Das würde jeder von uns so machen. Gehen wir da hoch. Viel Gnade könnt ihr jetzt übrigens nicht erwarten. Konnten sie eh nicht. Wir sind ja auch Piraten. Jetzt haben wir natürlich alle angelockt. Ich renn doch jetzt nicht etwa hoch.
dahin. Ihr seid Mörder. In einem für sich hatten unsere Leute noch nichts getan. In der damaligen Zeit war das nicht verboten, mit einem Säbel in Städten rumzulaufen, soweit ich weiß. Ja, bei den Amis ist es teilweise immer noch nicht verboten, mit Waffen rumzulaufen. Das alleinige Rumlaufen ist nicht verboten. Wegen euch mussten wir die Mühle zerstören. Das ist alles eure Schuld. Ich wollte nur euer Geld, aber ihr habt mich ja dazu gezwungen. Wir sind Rambo. Wir sind der Piraten-Rambo. Das sind Bananen, oder? Die haben da Obst angebaut, glaube ich. Eigentlich frage ich mich, ist es sinnvoll, Bananen auf die Schiffsreise mitzunehmen? Das Sinnvollste ist ja eigentlich Äpfel mitzunehmen. Der Grund ist der, viel Vitamin C, und Äpfel halten halt wirklich am längsten von allem Obst. Zumindest fällt mir gerade nichts anderes ein. Ah, der schießt, okay. Oh nein, sie schicken ein Kind, um uns zu ermorden. Die bauen echt viele Sachen hier an. Finde ich gut. Wir haben nämlich einen schönen großen Lagerraum, da fast eine Menge rein. Oh, die Stelle mit erwischt. Naja. Gibt's halt ein bisschen Schlacht, viel weniger, aber hier hinten komme ich dann eh nicht mehr hin. Was ist denn hier hinten passiert? Ah, okay. Die sind die folgenden Geräuschen. Sollen sie doch machen. Nur Bauern angelaufen. Solange es nichts Schlimmeres wird, ist es okay. Die werden sich eher da geben. Bin mir ziemlich sicher, dass sie sich mit denen hier nicht anlegen wollen. Wir kommen dem Gouverneur immer näher. Mehr oder weniger. Ja, hier oben wird es wahrscheinlich zu einer Auseinandersetzung kommen, weil mit Kanonen ist ja nicht viel. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Und vor allem müssen die gleich sterben. Ja, das hat gut gesessen. Wir sind relativ ungrausam dafür, dass wir schon so viel Geld geklaut haben. In der nächsten Runde wird sich das natürlich um einiges ändern. Da ist es mir vollkommen egal, wie viel Geld wir klauen. Da geht es mir nur um die Infamie. Bringt zwar eigentlich nichts, weil in dem Spiel geht es ja primär um den Ruhm. Aber machen wir einfach mal so einen richtig grausamen Piraten. Und zwar im Jahr 1700. Warum in diesem Jahr? Da gibt es halt einfach extrem viele Schiffe. Und die Städte sind halt richtig... Oh.
Da sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Geht mal hier runter. Okay, ich würde sagen, ein Schuss hier rein. Und weiter. Okay, hat nicht gereicht. Weiter, hab ich gesagt. Hä? Da runter, Mann. Enter. Tja, ja, die Bauernhäuser. Die waren auch schon mal stabiler, glaube ich. Mal sehen, was gleich passiert. Oh, hoppla. Hat der super funktioniert? Ja. Oh, jetzt kommen sie von hinten. Ich kann mich gerade noch nicht so richtig wehren. Das kommt aber gleich. Eigenbeschuss ist halt sehr gefährlich mit Kanonen. Oh ja, sehr gut. Das hat genauso getroffen, wie es sollte. Fast perfekt. Kommt, wir feiern eine Party. War das hier oben? Ach, der hat eine Granate, okay. Gut. Dem haben wir es gezeigt. Sehe die Soldaten jetzt. Ach, das waren sie gar nicht. Ich lasse mal eine Kanone zurück. Das war jetzt nicht, weil ich sie nicht gekriegt habe. Nein. Das war jetzt einfach nur, weil ich sie zurücklassen wollte. Vielleicht wirklich so gut, dass sie sie zurücklassen. Warum haben die sie alle hier gesammelt? Vielleicht nehmen sie doch mit. Weil ich das selber will, natürlich nur. Hä? Die hier runter. Umrühren. Wir sollten die Soldaten hier abfangen. Partytime. Der ist ganz schön mutig. Er greift an. Verstößt das nicht gegen seine Religion? Vor allem jetzt lösen sie sich natürlich nicht. Jetzt, wo es wirklich Sinn macht. Vorhin, wo sie hier waren. Hier, haben sich alle gelöst. Da hätte einer dranbleiben können, hätte nämlich die da wegschießen können. Und jetzt, wo sich nur einer lösen müsste, machen sie es nicht. Schaffst du es heute nochmal? Und ihr solltet gar nicht hier runterlaufen, ihr solltet da hochgehen. Hoch da.
Priester hat nochmal Glück. Die könnten, es werden immer mehr. Die könnte ich tatsächlich jetzt in Kanonen locken. Es könnte ganz gut funktionieren. Wenn ich hier gleich Krach mache, werden sie garantiert angelaufen kommen. Bin mir bloß nicht ganz sicher, ob das hochgeht. Ich glaube, das geht nach oben. Also wie gesagt, nur eine Folge jetzt. Ich hoffe, es fällt diese Woche nicht wieder eine Folge aus. Das geht schon hoch, wie es scheint. Naja, wenn ich die verliere, dann ist es halt so. Ich glaube, hier wird es flach. Hier oben. Das ist recht. Das scheint Kakao zu sein. Das ist Tabak, ja. Der untere Stand ist wirklich der bessere zum Landen. Ihr wisst jetzt zwar schneller, wisst aber direkt beschossen. Mal ja hoch. Wenn wir hier hoch sind, dann haben wir schon mal einen enormen Kampfvorteil. Ich sagte, wenn wir hier oben sind. Die wollen da einfach nicht hoch, aber ehrlich gesagt, ich hätte auch keinen Bock, eine Kanone da hoch zu ziehen, zu schieben. Zu ziehen, noch weniger schieben, ist da, glaube ich, einfacher. Hoch da. Ich weiß, es ist anstrengend, aber es ist möglich. Ihr wollt Millionäre werden, dann müsst ihr auch ein bisschen was dafür tun. Ich bin auch schon Millionär in dem Spiel und es ist toll. Ja, der andere bewegt sich einfach gar nicht. Warum auch? Okay, die Frau hat keinen Kratzer erlitten. Was für Hölle. Ah. Rein da. Wir haben ein Waffen. Ja, geht doch rein. Greift an, Mensch. Exekutieren. Ihr sollt doch einfach nur plündern, Mensch. Plündern. Hey, warum machen die es nicht? Exekutieren. Exekutieren. Was soll das? Einfach, geht doch mal hier rüber, Mensch. Was soll das? Die gehen einfach nicht. Scheiß drauf, was da unten ist. Ihr sollt da reingehen. Ich glaube, das war jetzt nur... Die wollen nicht. Rein da. Das ergibt gar keinen Sinn. Die stört das, dass die da unten sind, schätze ich mal. Nein, was soll die? Was soll das denn? Einfach nur dahin schießen. Das hat sich verbuggt, glaube ich. Die müssen einfach nur hier reingehen. Reingehen und drin bleiben, dann haben wir gewonnen. Die wollen unbedingt da unten angreifen.
Wir gehen raus, um zu helfen, aber da ist nicht zu helfen. Diese Kante ist verbuggt. Aber sowas von. Würdet ihr jetzt bitte da reingehen? Gott, wie mich das ankotzt. Weil die hier unten stehen, klappt das jetzt nicht. Warum? Also diese Gouverneursvilla hat voll die Probleme. Kommt raus da. Die schießen aber auch nicht drauf. Das sind doch Sachen, die eigentlich auffallen müssen. Schießt! Schießt, Mann! Wird irgendwo gekämpft, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, unsere Leute haben sich wieder irgendwo hin teleportiert. Wie kommen die hier rein? Warum? Ich verstehe auch nicht, warum die sich teilweise echt im Stich lassen gegenseitig. Dieses Rumteleportieren ist halt auch echt Mist. Plünder mal an der Bank. Geht doch. Haben wir jetzt endlich gewonnen. Hä? Was ist das für eine Kackstadt? Also diese Stadt ist sowas von verbuggt. Nicht vom Laufen her, hier läuft... Also hier klappt ja wirklich gar nichts. Ach, das war eine Villa. Achso. Ja, Moment, hier steht... Hier ist doch das Gouverneurszeichen. Hä? Ich bin total verwirrt. Gouverneursvilla gewesen. Da, wo die Fahne ist, ist eigentlich der Gouverneur. Die Fahne ist hier. Ich habe nicht geschaut, da stand wirklich nicht Gouverneur, stand nur Villa. Hier, vielleicht ist hier irgendwo eine Gouverneursvilla. Gibt es überhaupt eine Gouverneursvilla? Minuten sind um. Was ist das für ein blödes Wohnhaus hier? Ach, was soll ich denn? Was ist das für eine blöde Kackstadt? Hier gibt's keinen Gouverneur?
Es gibt keinen Gouverneur in dieser Stadt. Das heißt, ich kann hier eigentlich gar nicht gewinnen. Ich kann die ganze Stadt plündern und das war's. Ja, haben sie einfach mal die Stadt falsch... Sagen wir mal, die Stadt wurde hier einfach mal falsch gesetzt. Also die ist nicht ganz fertig geworden, wie es scheint. Entweder das oder ich bin vollkommen blind. Aber ich finde keinen Gouverneur. Und die Villa müsste eigentlich das Gouverneurshaus sein, denn hier ist die Fahne davor. Also dieses Rumgebagger ist ja schon recht störend. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, eigentlich habe ich die Stadt gerade erobert. Aber es gibt kein... Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Hä? Ziel tief! Das Schiff sinkt, es geht unter! Wahrscheinlich unseres und wir werden die ganze Zeit angegriffen und ich merke nichts. Ja, toll, wir nehmen das Schiff einfach mal so mit. Also diese Stadt ist doch echt sowas von verflucht. Ziel tief. Machen wir doch erstmal schneller das. Ja, wir hängen direkt in diesem Schiff drin. Ah, danke. Ziel tief. Lalalalalala. Und Ziel tief. Ziel tief. Was? Was macht die? Was passiert hier? Gut, jetzt haben wir sie dies. Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Ziel tief! Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ich kann diese Stadt einfach nicht erobern. Habe sie eigentlich habe ich die Stadt wirklich erobert, aber ich kann sie halt nicht einnehmen, weil es keinen blöden Gouverneur gibt. Sei denn hier ist der Gouverneur? Aber nein. Ist ja auch mal interessant, eine Bauernhütte. Bauernhaus hat man ja schon gesehen. Wir haben sie versenkt! Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Einmal eine volle Ladung rein, bitte. Ziel tief. Ja, dann zielt doch mal tief. Ich glaube, die Stadt müssen wir einfach auslassen. Ziel tief. Nein! Das ist eine super Idee, gegen die Klippen zu fahren. So macht man übrigens auch schön seinen Rumpf kaputt. Ja, ich kann diese Stadt nicht erobern. Das ist die traurige Wahrheit.
Keine Ahnung, was die hier machen. Das ist auch die traurige Wahrheit. Wir haben jetzt gerade echt viele mit einmal getötet. Also Stadt ist nicht eroberbar, weil das bloß eine Villa ist und es keinen Gouverneur gibt. Also ich könnte rein theoretisch alles plündern, davon habe ich aber nichts. Denn ich komme nicht an die Güter ran. Okay, dann müssen wir diese Stadt wirklich auslassen. Also erobert ist er eigentlich. Ja, wir gehen einfach weiter, die werden uns garantiert verfolgen. Die sollten aber kein großes Problem darstellen. Guck mal, wie wir den einheizen, also. Ziel tief! Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Ich glaube, die haben auch keine Munition. Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Ich kann das Schiff nicht eigenhändig nehmen, ihr Weicheier! Ja, lass mir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich lade dann einfach nochmal, denn das hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann nichts gewinnen dadurch. Die werden uns garantiert angreifen, ist uns aber egal. Ist ein bisschen doof gelaufen, egal. Das war Let's Play unter schwarzer Flagge für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und dann, das machen wir nochmal, aber diese Stadt lassen wir einfach aus, weil wir sie nicht erobern können. Macht's gut, bye Leute. Wir plündern elfte Katzen, wir pissen dich an und krönen laut und brechen dir die Zehen. Und segelst du in unsere Richtung, pass auf, dann sag ich dir, wir kapern dein Schiff und setzen dich aufs Ritt. Somali-Piraten sind wir. Gut, damit wir ja-ho-ho! Ja-ho-ho! Und der Trinkerwabeldein! Trinkerwabeldein, brechen wir dein Nasenbein! Somali-Piraten sind wir. Besser, mit dem Yo-Ho-Ho. Yo-Ho-Ho. Und dem Trinkerwabbeldein. Trinkerwabbeldein. Brechen wir dein Nasenbein. Hacken deine Zipfel ab und verfüttern ihn an Schwein. Somali-Piraten sind wir. Somali-Piraten sind wir.